Hallo mal wieder und willkommen zurück zum nächsten Teil von unserem Let's Play The Legend of Zelda The Minish Cap. Wir haben in diesem netten Raum hier eine Raupe im letzten Teil besiegt und dafür haben wir einen netten magischen Krug bekommen. So, schauen wir mal, was der kann. Cool, ein Staubsauger. Damit kann ich mal den Eingang hier freilegen. Haha, ein Herzteil. Nee, wie praktisch ist das denn? Cool. Mit jedem Anzahl erhöht sich mein Herzzahl. Okay, cool. Okay, jetzt gehen wir hier hin. Und saugen das Viech noch weg. Und dann sind wir hier draußen. Cool. Jetzt können wir hier auch den Sand wegsaugen. Praktisch. Ein Schalter. Aha, die scheiß Viecher sind immer noch da. Wohuhu, das macht Spaß. Cool, damit kann man so fast alles einsaugen. Das ist praktisch. Ein bisschen einsaugen, 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 einsaugen. Eins, zwei. 10 mysteriöse Muscheln. Ja, ich frage mich auch, was sowas wohl nur gut ist. Noch mehr Muscheln. So, jetzt gehen wir mal hier an den Viechern vorbei. Gehen hier entlang. Saugen hier mal ganz kurz mal alles sauber. Na, oder nur das. Dann kriegen wir nämlich auch wieder eine Kiste mit 20 mysteriösen Muscheln. Was ich sehr freundlich finde. So, jetzt geht's hier runter. Zu dem linken Teil hier, dazu kommen wir später. Ich kann euch nämlich gleich sagen, warum. Weil das ist ein Dauerhebel und ja, ich habe es noch nicht gelernt zu schwimmen. Das funktioniert noch nicht, aber wir haben hier hinten eine schöne große Kiste. Und da haben wir einen Kompass gefunden. Cool. Also dann schmeißen wir einen Blick auf. Ja, da hinten ist eine Kiste, das wissen wir. Da ist noch eine Kiste. Und da ist eine Kiste und da ist eine Kiste. Okay. Haben wir noch ein paar Kisten vor uns. So, wieder nach oben. Hier entlang. Durch die Fies. Fies mal ganz kurz durch. So. Jetzt verschieben wir das mal. So, jetzt schauen wir mal, was sich hier befindet. Ein Schalter. Na, wie cool. Eine Kiste. Noch mehr Muscheln. Ich mache eine Muschelsammlung auf. Was mir bringen soll, weiß ich nicht. Ein Spinnnetz. Und weg ist es. Juhu, wie kann ich auf diesem Loch eigentlich teilweise mich bewegen? Naja, egal. Wir sind runtergefallen und landen zum Glück wie eine Katze auf unsere. Na, nur zwei Beinen. Was hast du denn mal wieder? So ein Pech. Wir brauchen ein passendes Transportmittel. Was halten wir denn davon? So. Das geht doch gut. Ich darf Sie herzlich begrüßen bei unserer Wasserfahrt durch den, wie heißt das Teil nochmal? Waldschrein. Unsere Fahrt wird ein bisschen dauern. Die Viecher schmeißen mich immer wieder runter. So, jetzt reicht es mir aber. Ich kann diese Fliegeviecher nicht leiden. Und es regnet wieder schnell. Wir haben uns kein schönes Wetter ausgesucht. Okay, dazu brauchen wir einen Schlüssel. Zwei Klicks nach da. Dann nach da. Und dann schauen wir mal, ob wir hier rauskommen. Da ist ein Viech und das mag ich nicht. Saugen wir es ein. Bring's um. So, und jetzt nach da. Jetzt nach hier hoch. Normalerweise müsste hier auch ein Herz sein. Jo, noch eins. Ich darf nicht alles zerstören. Das kann auch weg. Das kann auch weg. Der Kuh kann auch noch weg. Und den darf ich nicht zerstören, weil den brauchen wir jetzt. Ich stelle mich hier drauf. Und schon haben wir hier einen wunderbaren freien Durchgang. Ja, Düdüm macht's mal wieder bei mir. Ich habe meine Mail bekommen. Oder irgendwie sowas. Werde ich mich aber auch gleich drum kümmern. So.
Jetzt macht's nicht mehr düdüm. Wenn ihr es überhaupt gehört habt. Ich hab's gehört. So, jetzt sind wir hier und können das auch da verschieben. Und wir kriegen diesen Schlüssel. Und ich glaube, ich weiß auch schon, wo der hin muss. Während ich uns hier wieder zurückmanövriere, lasst doch mal ein paar Kommentare da. Schreibt es unten hin, was gefällt euch nicht, was kann ich besser machen, welche Kommentare soll ich weitermachen, welche Kommentare soll ich weglassen, soll ich vielleicht ganz still sein, einfach nur spielen, was ich persönlich eigentlich langweilig finden würde. Ja, schreibt es mir hin. Au, das ist mir auch noch nie passiert. Schreibt es mir hin, ich freue mich über jeden Kommentar und versuche auch relativ viele Sachen dann umzusetzen. So, jetzt sind wir hier. Nutzen wir mal diesen netten Pilz. Uhu, cool. Herz. Nein, nichts da. Komm her. Verdammt, zu weit geflogen. Was lerne man daraus? Nicht immer ist die weiteste Strecke die beste Strecke. Nein, der hat auch nichts für mich. So. Darüber. Das war fail. Na, egal. So, jetzt noch hier rüber. Gucken, was das? Es reicht. Falsche Taste. Den großen Schlüssel haben wir jetzt bekommen. Na schön. Ja, große Schlüssel. Schauen wir doch mal, ob wir dafür noch was finden. Cool. Ein Teleporter. Teleportieren wir uns zurück. Wir haben letztens mal sowas Blaues aktiviert. Und wenn ich mich richtig weiß, müsste ich da zumindest irgendwas an Herz bekommen. Na, ein Herz da zumindest. Und ich krieg mein Leben wieder aufgefüllt. Ach nee, wie schön ist das dann? So. Jetzt saugen wir hier mal das Ganze noch weg und schauen hier rein. Da haben wir nämlich auch noch eine Truhe. So, hier können wir nicht weiter. Jetzt gehen wir nach hier drüben. Saugen. Nicht schlagen, saugen das hier weg. In unserem magischen Krug. Und da haben wir auch schon das große Schloss gefunden. Komm her, Pilz. Bring mich auf die andere Seite. Schade, dass ich über die Kiste drüber fliegen kann. Juhu. So, jetzt sind wir hier vom großen Schloss und der großen Tür, wo sich dahinter nämlich an der Endgegner vom Waldschrein befindet. Und ich würde sagen, den machen wir beim nächsten Teil und schauen, was danach noch weiter passiert. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis irgendwann wieder. Tschüss!